Hey und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich dachte mir heute, ich will mit euch über Catching Fire reden, über den neuen Tribute von Pan im Film, der jetzt rauskommen ist. Weil ich bin ja so ein kleiner Hunger Games Fan, beziehungsweise ist es irgendwie was Besonderes für mich, weil das sind die ersten Bücher, die ich tatsächlich vor den Filmen gelesen habe. Also ich habe bis jetzt die ersten zwei Bücher gelesen, weil ich für den dritten einfach noch keine Zeit hatte. Aber ich lasse mir den jetzt... Was war denn das jetzt? Ich wollte eigentlich sagen, dass ich mir den dritten Teil dann zu Weihnachten schenken lassen will und den dann über die Weihnachtsferien hoffentlich lesen kann, auch wenn ich eigentlich was lernen sollte, aber das muss einfach drin sein, weil jetzt habe ich gerade den zweiten Teil gesehen und jetzt kam das alles wieder auf. Ich meine, die letzten, das war jetzt ungefähr ein Jahr her, seitdem ich den letzten gelesen habe, und ich wusste zum Glück auch noch nicht mehr allzu viel von dem Film. Und ich will übrigens jetzt in meinem Video eigentlich nicht spoilern, beziehungsweise außer ganz am Ende, aber da sage ich euch dann noch Bescheid. Also ihr könnt das Video beruhigt schauen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Was ich noch zum ersten Teil sagen wollte, also zu Tödliche Spiele, zu dem Film, der kam ja jetzt auch vor 2-3 Wochen nochmal im Fernsehen und es war eigentlich jetzt ganz praktisch, dann konnte man den anschauen, weiß jetzt nochmal genau, es ist alles aufgefrischt und jetzt kam er im Kino. Und ja, deswegen wollte ich da nochmal kurz was sagen, und zwar den fand ich eigentlich auch richtig gut. Also im Großen und Ganzen hat er eigentlich relativ viel reingebracht, was im Buch steht, und die wichtigsten Sachen auf jeden Fall mit reingenommen. Und das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, dass der Anfang sich ziemlich lang gezogen hat, bis es erstmal in die Arena ging und bei der Arena dann relativ kurz war. Ich meine, das Buch, das zieht sich natürlich schon auch ein bisschen, bis man in die Arena kommt, aber das hätte man vielleicht ein bisschen mehr ausschmücken können. Und teilweise die Kameraführung dann in der Arena, wenn es so hektisch wird. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, dass da die Kamera so dermaßen wackelt, da kommt man irgendwie gar nicht mehr hinterher. Aber ansonsten fand ich den Film richtig cool und jetzt konnte ich natürlich das kaum erwarten, jetzt den zweiten Teil zu sehen, und ich fand, der war eigentlich noch besser. Also ich muss wirklich sagen, der war besser als der erste Teil, weil es hat zwar auch ein bisschen dauert, bis man so in die Arena reinkommt, aber es passiert einfach in den Distrikten viel mehr und da geht es eigentlich schon von vornherein viel mehr ab und man merkt, okay, da ist was im Busch. Wie gesagt, ich will nicht spoilern, aber ich denke, ich kann auf jeden Fall vorwegnehmen, dass die neue Arena richtig cool ist, also mit diesen ganzen Segmenten und alles und wie man dann drauf kommt und so. Richtig cool auf jeden Fall. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch auf DVD oder so mal an. Ich finde ihn richtig gut und der zweite ist noch besser. Und eigentlich nur am Ende hat es mich ein bisschen irgendwie getroffen, weil es so abrupt aufgehört hat. Und mir hätte eigentlich wirklich noch ein Satz gefehlt, der irgendwie im Buch war, wo man wissen will, okay, wie geht's jetzt weiter? Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht spoilern. Ich schreibe euch den Satz, den ich mir dachte, unten mal ganz unten in die Infobox rein. Weil ich finde, der hat so ein bisschen noch gefehlt, dass man weiß, okay, was passiert jetzt? Wie geht es jetzt irgendwie weiter? Weil da ist im Buch so eine Idee. Und die Idee kam im Film irgendwie, also ich habe es zumindest nicht mitbekommen, irgendwie gar nicht durch. Und sie wollen ja irgendwo hin, also ich sag nicht wer und was und wie, aber ich weiß nicht. Das haben sie zwar gesagt, dass sie da hin wollen, aber wieso? Ich finde, der Grund war irgendwie im Film nicht, ist nicht rausgekommen. Aber sonst wirklich, ich glaube, das war das Einzige, was mich ein bisschen so, oh Gott, jetzt ist schon vorbei und wie geht's jetzt weiter? Ich weiß, es ist zwar vom Buch ein bisschen, aber im Film wird es nicht gezeigt. Vielleicht kommt es ja dann am Anfang vom dritten Teil und ich bin schon so gespannt und ich kann es kaum erwarten, den anzuschauen. Und ja, jetzt will ich aber noch ein bisschen so tagartig mäßig was mit reinbringen. Das war zwar kein wirklich deutscher Satz, aber ich habe mir jetzt ein paar Fragen überlegt, auch ein paar Fragen aus dem Englischen, was englische YouTuber so zum Catching Fire Tag gesagt haben. Fand ich ein paar Fragen ganz interessant und die will ich auf jeden Fall jetzt noch beantworten. Und ja, ich würde sagen, damit machen wir jetzt weiter. Frage 1. Wie schnell hast du Catching Fire gelesen? Ich würde sagen, ich glaube ein oder zwei Wochen. Ich bin mir nämlich ganz sicher. Aber es war auf jeden Fall eins der Bücher, die ich wirklich nicht mehr aus der Hand gelegt habe. Ich habe gegessen mit dem Buch, ich habe wirklich alles gemacht mit dem Buch und habe eigentlich nicht mehr aufgehört zu lesen. Und für meine Verhältnisse war das echt schnell, das zu lesen. Sonst brauche ich immer Monate, um irgendein Buch fertig zu lesen. Aber da, wenn es mich wirklich packt und so, dann kann ich nichts mehr anderes machen. Und dann ist alles andere für den Moment irgendwie egal. Und dann lese ich das Buch. Und deswegen, ja, so in ein bis zwei Wochen. Die ergreifendste Szene im Buch, beziehungsweise eben im Film, und irgendwie da habe ich so eine Top 3, und jetzt wirklich ohne viel zu spoilern, es war einmal in District 11, wo eben die Katniss die Eltern von Rue nochmal gesehen hat, und das fand ich, also da kommen einem wirklich fast die Tränen irgendwie. Dann das, wo das mit Cinna passiert, wie gesagt, ich will nicht mehr verraten, und das mit Max fand ich auch irgendwie ergreifend irgendwie. Also mehr darf ich jetzt nicht sagen, weil sonst ist die Spannung vorbei. Die Szene vom Buch, wo du dich am Film am meisten gefreut hast, ich glaube, das ist da, wo Katniss ihren letzten Bogenschuss abfeuert. Wir alle wissen, wohin. Für diejenigen, die es schon gesehen haben, von dem her, ich glaube, ich bin ganz gut im Nicht-Spoilern, oder? Gebt mir mal einen Daumen hoch, wenn ihr das denkt. Nein, Spaß.
ja, auf jeden Fall die Szene, wo sie ihren letzten Bogenschuss macht und ja, wie das irgendwie im Film umgesetzt wird, das hat mich irgendwie so total interessiert und es war auch richtig cool gemacht. Welche der Tribute fandest du nach Katniss und Peter irgendwie am coolsten? Ich sage jetzt nach Katniss und Peter, weil die sind halt so die Hauptdarsteller, aber jetzt mal von den Nebentributen. Und ich würde sagen, das ist die Joanna gewesen, weil die hat einfach immer so das gesagt, was sie gerade denkt und hat so voll irgendwie reinkauen. Das fand ich richtig cool und hat ja auch dann den super Trick noch gehabt. Von dem her, ja, auf jeden Fall die Joanna. Auch wenn viele wahrscheinlich Phoenix sagen würden, ich fand die Joanna cooler. Und jetzt die allerletzte Frage, die ich natürlich auch von euch in den Kommentaren unbedingt beantwortet haben will, ist, mit welchem YouTuber würdest du dich entscheiden, beziehungsweise welchen YouTuber würdest du dir aussuchen, in die Arena zu gehen? Und es muss ja jetzt bei mir jemand Weibliches sein, immer männlich-weiblich. Deswegen schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, das würde mich riesig interessieren, mit wem ihr da reingehen würdet. Und es ist total schwer. Also ich muss ja der männliche, starke Part irgendwie sein mit Muscles und Muskeln. Dann brauche ich jemand Intelligentes. Oder jemand, der schlau und irgendwie, ja, ziemlich hinterhältig. Nein, nicht hinterhältig unbedingt, aber ziemlich, ja, gerissen, sage ich jetzt mal, ist. Und damit man sich mit der Person zusammentun kann und da vielleicht eine größere Chance hat, auf jeden Fall das Ding zu gewinnen. Lasst mich mal überlegen, weibliche YouTuberin, wen würde ich mitnehmen in die Hunger Games, wenn ich rein müsste? Jemand wie, ich glaube, ich würde mit Kelly aka Mrs. Vlog da reingehen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass sie in ihrem Kopf irgendwelche abgefahrenen Ideen hat, auf die irgendwie niemand kommt. Sie wäre sich auch nicht so schade, glaube irgendwie, ja, das Klettern lernen oder Feuer machen. Und ich glaube, sie wäre super witzig und hätte auch total gute Chancen auf Sponsoren. Und deswegen so ein toller Sympathieträger wäre auf jeden Fall gut an der Seite zu haben, wenn man dann zusammenarbeitet. Ja, wen würdet ihr nehmen? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und Kelly, würdest du mich nehmen? Wahrscheinlich nicht, weil es viele coole andere Typen gibt auf YouTube, die man nehmen könnte, die wahrscheinlich besser wären wie ich. Aber trotzdem, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne, und jetzt kommt ein Special Effekt, wartet, passt auf, meine Facebook-Seite liken. Ich habe nämlich so einen coolen Lolli, so einen Facebook-Lolli, aber ich will ihn nicht abschlecken, weil der sollte eigentlich nur zum Veranschaulichen dienen, dass ich eine Facebook-Seite habe. Leider gibt es das nicht für Twitter und Instagram, aber die Links findet ihr alle unten in der Infobox. Und jetzt verlasse ich euch mit meinem letzten Video, das ihr jetzt am Ende noch findet. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und beantwortet mir auf jeden Fall die Frage. Und ob ihr auf jeden Fall Hunger Games schon gesehen habt, den ersten, den zweiten oder die Bücher lesen, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wenn ihr Lust habt, die Fragen mitzumachen, die Tag-Fragen, fühlt euch gerne getaggt, auch die ganzen Booktuber, die sich wahrscheinlich mit Büchern und so ein bisschen mehr auskennen mit Büchern und Filmen als ich. Ihr dürft gerne mitmachen, fühlt euch alle getaggt. Und wenn ihr mir dann so eine Art Video-Antwort sendet, verlinke ich das auf jeden Fall unten in die Infobox. Also schaut mal rein, vielleicht ist ja schon was drin. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein! Oh, meine Schaufel. Die sind beide voll schön. Schau die doch an.